Was geht ab, meine Friends? Herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit einem neuen Video. Und Leute, was soll ich sagen? Das wird jetzt das dritte Video mit Sonnenbrille sein, weil ich sehe immer noch ziemlich gedamaged aus. Und noch um die Krönung draufzusetzen, habe ich mir eben hier die Cola aufgemacht gehabt und einfach mal alles ausgeschüttet. Perfekt, Alter. Das Leben meint zurzeit ziemlich gut mit mir. Falls ihr mich aber ein bisschen trösten wollt, könnt ihr mir sehr gerne ein kostenloses Abo dalassen oder ein Like. Würde mich definitiv sehr aufmuntern, meine Freunde. Aber genug gequatscht, kommen wir zum heutigen Thema. Wir werden natürlich wieder eine Reaction machen. Hier im Hintergrund seht ihr schon, ich habe eigentlich auch Pakete, die ich auspacken möchte. Und ich habe auch noch ein bisschen was anderes geplant gehabt. Aber so werde ich nichts machen davon. Deswegen, wir sind immer noch bei Reaction, aber haben natürlich wieder ein sehr interessantes Thema rausgesucht. Also nicht wir, sondern ich habe natürlich für euch ein spannendes Thema rausgesucht. Und zwar Blacky, der Schneekönig von St. Pauli. Ist meines Erachtens nach sehr vielversprechend. Wir werden reinschauen, hoffen auf ein gutes Video. Wir liegen wie gewohnt los nach dem Intro. Let's go. Ja, was auch immer da stand, ne? Interessiert uns nicht. Flucht nach Kolumbien. Gut, hätte er auch selber lesen können, wa? Also ich kenne ihn gar nicht, ne? Muss ich mal dazu sagen. Die allermeisten Drogengroßhändler leben ihr Leben im Schatten. Ja? Doch in den 80er Jahren sorgte ein Drogendealer aus Hamburg für Schlagzeilen in ganz Deutschland. Okay. Und zwar Blacky. Ein Mann, der fast sein Leben lang kriminell war und über 30 Jahre in Haft saß. Das hier ist die Geschichte von Deutschlands Schneekönig. Ronald Lothar Mieling, alias Blacky, wurde am 12. Juli 1950 in Hamburg geboren. Sein Vater Max Mieling war ein Polizist und seine Mutter Elise Mieling. Okay, das ist schon eine krasse Vorgeschichte, sage ich mal, dass sein Vater einfach Bulle ist und er ist dann in seinem Erwachsenenalter der Schneekönig. Das ist schon nicer Keycap. Eine Hausfrau, sodass Blacky sehr behütet aufwuchs. Seit seiner Kindheit war er umgeben von Polizeibeamten, sodass alle dachten, dass der kleine Roland irgendwann auch mal ein Beamter werden wird. Doch er hatte schon als Kind sehr viel Unsinn im Kopf. Er schoss beispielsweise mal mit einer Luftpistole auf Radfahrer. Und aus den kleinen Mutproben wurden irgendwann kriminelle Taten. Um sich zur Wehr zu setzen, trainierte er Judo und durch seine langen schwarzen Haare bekam er den Spitznamen Blacky. Okay. Seine Eltern hatten ihm eigentlich alles gegeben, was er brauchte. Doch Blacky war immer wieder auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick. So lernte er die ersten Menschen kennen, die genau dieselbe kriminelle Energie in sich trugen. Im Jahre 1968 musste er dann das erste Mal mit 18 Jahren wegen schweren Raubes für 4 Monate in Jugendarrest. Doch die kurze Haftzeit war alles andere als abschreckend für Blacky. Denn als er aus der Haft entlassen wurde, machte er genauso weiter wie gehabt, bis zum Jahre 1978. Am 1. Mai des besagten Jahres planten Blacky und ein Komplize namens Jens S. einen Fleischgroßhändler namens Manfred Hering in Lüneburg zu überfallen. Dicker, was soll denn der Name jetzt? Manfred Hering, der Fleischer. Ja, das sagt uns alles nichts, wenn es, was war das, 1968 passiert ist. Doch der Überfall lief schief. Als die beiden dann vor der Haustür von Manfred standen und dieser nicht schnell genug die Tür öffnete, schoss Jens das erste Mal durch die verschlossene Tür. Dabei traf er Manfred Hering, der daraufhin um sein Leben rang. Als sie in die Wohnung gelangten, schoss der Komplize den durch die Tür verwundeten Mann in den Kopf, sodass er noch am Tatort verstarb. So wurde aus dem Überfall ein Mord. Die Ermittler tappten ein halbes Jahr im Dunkeln und entschlossen sich dann dafür, die Medien mit einzuschalten. Der erste neue Fall kommt aus Lüneburg. Doch da krass, wie Aktezeichen damals aussah. Ach du Scheiße, und dass dieses Ding oder dieses Format schon so lange gibt, hätte ich auch nicht gedacht. Ist ja krass. Ich habe es auch nie wirklich mir angeschaut, aber ich weiß natürlich, wie das, oder gibt es heutzutage? Ja, wird es heutzutage auch noch geben. Wie das heutzutage aussieht. Arbeitet die Kripo seit rund einem halben Jahr an einem Mordfall, der noch voller Rätsel und Fragezeichen steckt. 4K Auflösung. So wurde der Vorfall bei Aktenzeichen XY gezeigt und es wurde so lange nach den Tätern gesucht, bis Blacky und Jens im Jahre 1979 geschnappt und verhaftet wurden.
79, warte mal, wenn er 8, also 29, oder? Vor Gericht verweigerten die beiden die Aussage. Doch das Gericht ging davon aus, dass sein Komplize Jens S. der Schütze war. Jens kassierte im Jahre 1980 eine lebenslange Haftstrafe. Und Blacky kassierte 10 Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung. Während seiner Haftzeit verstarben Blackys Mutter und sein Vater. Okay, das ist traurig, ne? Dass, also ich weiß ja nicht, wie eng er den Kontakt hatte, aber das ist natürlich ekelhaft, wenn man dann noch nicht mal da sein kann. Bei den meisten wäre das Ende einer kriminellen Laufbahn. Doch bei Blacky war dies erst der Anfang. Ja gut, jetzt hat er auch nichts mehr zu verlieren, ne? Also wieso sollte er jetzt aufhören? Seine Eltern sind verstorben, er war jetzt schon 10 Jahre im Knast. Was hat er noch jetzt zu verlieren? Jetzt mal ernsthaft, was? Also, warum sollte er jetzt aufhören? Warum sollte er jetzt ein normales Leben machen? Nee. Jetzt erst recht, so. Ab den 80er Jahren boomte der Kokainhandel in Deutschland. Und das bekam auch Blacky hinter Gitter mit. Auch die 10-jährige Haftstrafe konnte seine kriminelle Energie nicht dämpfen, sodass er schon während seiner Haftzeit neue Pläne machte. Durch seine langjährige Haftstrafe konnte Blacky Kontakte zu der holländischen Kokainmafia knüpfen. Und im Jahre 1989 war es dann soweit. Blacky wurde aus der Haft entlassen und flog nur 14 Tage später mit ein paar Kumpeln, getarnt als Touristen, nach Curaçao. Im Koffer 10.000 D-Mark. Obwohl er hatte das Geld, also es muss er dann schon ein Kollege von ihm gehabt haben. Und er ist, by the way, zu dem Zeitpunkt, wenn ich alles richtig nachvollzogen habe, 39 Jahre alt. Und da macht er sein erstes Kokain-Business. Krass. Mit diesem Geld kauften sie 2 Kilo Kokain, die sie dann einfach im Koffer zurück nach Deutschland schmuggelten. Damals waren die Kontrollen noch nicht so krass wie heute, sodass sie mit den 2 Kilos problemlos nach Deutschland kamen. Krass, oder? Imagine, Alter. Imagine, das wäre heutzutage noch so. Nicht, dass ich da jetzt irgendwas machen würde oder sonstiges, ne? Aber einfach nur mal so. Stell mal vor, man kann so leicht noch schmuggeln oder diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die es heutzutage gibt, gibt's einfach nicht. Digga, damals einfach andere Zeit, ne? Das ist einfach, ich will nicht sagen, die bessere Zeit. Ja, da gab's auch natürlich Probleme, aber andere Zeit, Leute, andere Zeit. Das geschmuggelte Dope verkauften sie dann in kleinen Mengen in Hamburg, womit sie einen riesen Gewinn machten. Denn keiner in Hamburg hatte so ein reines Zeug wie Blacky, der dafür sorgte, dass immer mehr Dope nach Deutschland kam. Er ließ Koffer mit doppeltem Boden anfertigen und bezahlte Kuriere, die kiloweise Kokain nach Deutschland schmuggelten. Dadurch machte Blacky Millionen, kaufte sich Luxusautos und feierte luxuriöse Partys. Da er immer den weißen Teufel dabei hatte, bekam er langsam den Spitznamen der Schneekönig. Doch durch seinen schnellen Aufstieg wurde auch langsam die Polizei auf ihn aufmerksam. Irgendwann wurden die Mengen so groß, dass er direkt nach Kolumbien flog und direkte Geschäfte mit den kolumbianischen Kartellen machte. Er verbrachte mehrere Monate in Bogota und baute von dort aus ein Netzwerk auf, das bis nach Deutschland reichte. Die Route, die am sichersten galt, war eine Route von Kolumbien über Polen nach Deutschland, sodass Blacky ca. 130 Kilo nach Polen verschiffen ließ. Dort sollten 3 Kuriere die Ware abholen und nach Deutschland verschaffen. Doch wie gesagt, die Polizei hatte Blacky schon lange observiert. Das ist krass, dass er mit dem Kartell zusammenarbeitet. Also wahrscheinlich, oder doch, damals waren die bestimmt auch schon so krank. Heutzutage weiß man nur alles, wie krank die sind. Und mit denen dann trotzdem Geschäfte einzugehen, ist schon gut geisteskrank, Alter. Ist schon gut geisteskrank. Gut, er hat aber auch keine Familie mehr. Also nur er würde dann noch gequält werden. Ja, wer weiß, vielleicht hat er auch schon so weit gedacht, also auf Freifahrtbasis. Sie verhafteten die 3 Kuriere mit der gesamten Ware im Kofferraum und einer von den 3 Kurieren packte über Blacky und seine Geschäfte aus. Somit wurde Blacky von der Polizei gesucht. Er tauchte 3 Monate unter und flüchtete dann von Hamburg nach Kolumbien. Von dort aus wollte er nach Venezuela flüchten, um ein neues Leben anzufangen. Doch die Polizei fing ihn am Venezuela-Flughafen ab und verhaftete ihn. Im Jahre 1994 wurde Blacky dann zu 12,5 Jahren Knast verdonnert. Die ersten 2 Jahre war er in Isolationshaft, bis er dann endlich in den normalen Vollzug durfte. Dort saß er weitere 7 Jahre, bis er nach 9 Jahren im Jahre 2003 frühzeitig entlassen wurde. Nun war er schon 53 Jahre alt, hatte kein Geld und ca. 20 Jahre Haft hinter sich. Doch ob ihr es glaubt oder nicht, auch mit Anfang 50 konnte Blacky die kriminellen Geschäfte nicht sein lassen.
Obwohl er immer noch auf Bewährung war, flog er wieder nach Kolumbien und sorgte dafür, dass 11 Kilo geschmuggelt wurden. Er wollte die Ware über Container von Kolumbien nach Antwerpen und nach Hamburg verschiffen. Doch die Container wurden von der Polizei abgefangen und wieder wurden die beiden Kuriere vor Ort verhaftet. Also er ist ein bisschen hängen geblieben, ne, auf diese eine Masche. Also, da muss er doch gemerkt haben, also auch wenn er gerade rauskommt und die Polizei weiß, dass er krasse Kontakte hat nach Kolumbien und dies und das, das werden die ja alles irgendwie rausgefunden haben, dass die ihn gleich wieder observieren werden. Sobald er einen scheiß Schritt nach draußen macht aus dieser Zelle, ist es doch so klar gewesen, dass sie ihn nicht gleich wieder machen lassen. Ne? Der kennt viel zu krasse Leute. Also, naja. Im November 2005, nach nicht mal 2 Jahren in Freiheit, wurde Blacky dann erneut wegen Drogenhandels festgenommen. Er wurde erneut zu 10 Jahren Haft verdonnert und diesmal musste er seine gesamte Haftzeit absitzen. Die letzten Jahre hatte er ab und zu mal Freigang, bis er im Jahre 2016 endgültig aus der Haft entlassen wurde. Und was hat er gemacht, wo er seinen ersten Schritt rausgemacht hat? Erstmal in ein Flugzeug eingestiegen und ab nach Kolumbien. Mittlerweile war er 66 Jahre alt und davon saß er insgesamt 32 Jahre hinter Gittern. Krass. Nun musste auch er sich eingestehen, dass sich der kriminelle Weg nicht mehr lohnte und zog sich aus dem kriminellen Milieu zurück. Er zog mit seiner Frau und seinem Kind nach Bremen und lebte. Welche Frau? Welches Kind? Lebte seine letzten Jahre sehr zurückgezogen. Am 1. November 2022 verstarb Blacky dann an Lungenkrebs. Krass, das ist doch jetzt. Also, es ist vor 29 Tagen gewesen. Heute ist der 30. Das ist krass. Ist ja noch sehr aktuell dann sogar. Krass. Er wurde 72 Jahre alt. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann kann ich euch nur das Buch Schneekönig, mein Leben als Dealer empfehlen. Auch ich habe Blacky mal vor Jahren kennengelernt und auch das Buch gelesen, also gönnt euch. Link ist in der Beschreibung. Und wenn ihr keinen Bock auf Lesen habt, dann zieht euch einfach die NDR-Doku rein. Okay, krass. Ja, vielleicht mache ich das sogar mal. Kriegst natürlich deinen Like, Ben Bugatti. Ne? War definitiv wieder gut recherchiert. Vielleicht sogar mit Manfred an der einen oder anderen Stelle zu gut recherchiert. Aber sehr gute Arbeit, mein Freund. Und jetzt sage ich nur noch, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Und schaut mir in die Augen.